Hey, hallo und guten Morgen, liebe Freunde auf Facebook. Hier ist der Jörg von Bode Motion. Ich wollte euch mal ganz kurz meinen Tagesablauf schildern, wenn er denn, ich sag mal, ideal verläuft. Das heißt, ich schlafe, stehe relativ früh auf, habe meine gewissen Routinen, um mich einfach so in den Tag einzufinden. Dann sitze ich hier immer so ein bisschen am Tisch, ja, habe meinen Laptop hier, habe auf jeden Fall immer einen Zettel und einen Stift da, um meinen Kopf leer zu machen von Ideen, von To-Dos, von Aufgaben, von Dingen, die erledigt werden müssen oder die ich beachten muss. Das Ganze läuft dann meistens immer schön mit einem Tee oder einem Kaffee oder so einher, ne? Ich habe auch in diesem Fall die Tür auf, weil ich mag es immer ganz gerne auch in der frischen Luft und Natur zu sein. Gerade ist das ein bisschen unangenehm. Und das Coole daran ist eigentlich, wenn ich es schaffe, so in den Tag zu starten, bin ich ungleich produktiver, weil ich meine nächsten Schritte plane. Ich weiß also immer ganz genau, was ich noch zu tun habe, was vielleicht schon erledigt ist, welche Schritte nach dem nächsten kommen. Also wenn ich jetzt sage, ich muss zum Beispiel irgendwelche Dinge abholen, dann muss ich sie ja bestimmt auch irgendwo hinbringen oder in meiner Buchhaltung einpflegen und, und. Mit dabei und für mich auch immer super entspannt und gleichzeitig auch ein Spiegel meiner eigenen Verfassung. Das ist, den will ich euch mal zeigen, der Eddie von Bode Motion. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die Mira von Bode Motion. Ja, leicht irritiert. Nee, guck mal da ran. Sag mal hallo. Guten Morgen. Ja. Allesamt, wie soll ich so sagen, super entspannte Tiere. Vertrauen schafft Vertrauen, Ruhe schafft Ruhe. Und zu Hause ist für mich Ruhe. Das heißt, die Tür ist auf, ne, wie man es hier sieht. Beide können raus, keiner möchte raus oder war schon draußen. Coolerweise sind sie auch noch abrufbar, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. In diesem Sinne wünsche ich euch leicht verspätet einen super Start in die Woche, die ja sehr kurz ist, nur noch einen Tag, also plus heute zwei. Und ja, es gibt noch viel zu tun, viel zu erledigen, viel zu erleben. Ich freue mich jedes Mal darauf, einen neuen Tag zu beginnen. Gerade wenn ich es so machen kann wie jetzt. Das heißt, morgens schön die Korrespondenz erledigen, Anrufe tätigen, E-Mails wegschicken, To-Do-Listen erstellen, die nächsten Schritte organisieren und einleiten. Das klappt allerdings auch nur, wenn man selber natürlich sich dahin konzipiert hat. Im letzten Vierteljahr ging es mir an der Stelle nicht ganz so gut. Da habe ich das Ganze etwas vernachlässigt und auch schleifen lassen. Das habe ich leider auch direkt zu spüren bekommen, aber das ist ein anderes Thema. Ich freue mich, dass ich wieder an diesem Punkt zurückgekehrt bin, dass ich das machen kann, dass ich mich so organisieren kann, weil es lebt sich einfach unbeschwerter, wenn man weiß, was ansteht, was zu tun ist, was man nicht vergessen sollte. Und ja, probiert es mal aus. Wie macht ihr das? Ja, macht ihr auch To-Do-Listen? Habt ihr irgendwelche Apps dafür? Macht ihr das alles digital? Steht ihr darauf oder lebt ihr lieber in den Tag hinein? Guckt ihr, was passiert? Ich freue mich auf eure Kommentare, teilt das Video, lässt mir ein Däumchen da. Ne? Nochmal hier ganz kurz: Ruhe ist, wo Ruhe ist. Na? Okay, bis dahin, euer Jörg. Ciao.